Die Fed hebt die Zinsen an, hebt die Zinsen an, hebt die Zinsen an. Und was passiert? Der Effekt dieser Zinsanhebungen verpufft. Die Financial Conditions, die werden immer laxer. Und wenn Sie jetzt Fed-Mitglied sind und sich denken, mein Gott, wir versuchen jetzt die Inflation zu bekämpfen, dann bekommen wir am Freitag einen Arbeitsmarktbericht, wo die Löhne sehr, sehr deutlich steigen, viel deutlicher als erwartet. Also eine Lohnpreisspirale zu befürchten ist, die dann wiederum die Inflation eben dauerhafter höher sein lässt als von allen erwartet. Und letzten Mittwoch Auftritt von Jerome Powell, der sagt, ja, wir werden die Zinsen höher anheben, aber in kleineren Schritten. Und alle jubeln und sagen, ja, siehst du, er hat doch gesagt, in kleineren Schritten, aber das höher anheben wird eben deutlich nicht wahrgenommen, weil man nur das wahrnehmen will, was diese Jahresendrallye, die schließlich ja alle irgendwie wollen, aufgrund der Boni etc., das würde da nicht so gut reinpassen. Also muss die Fed sich überlegen, was tun. Denn die US-Notenbank ist jetzt in der sogenannten Blackout Period, also in der Periode vor der nächsten Fed-Sitzung Mitte Dezember, wo die Fed-Mitglieder sich nicht mehr äußern dürfen. Und offenkundig hat sich der Jerome Powell überlegt, das war jetzt nicht so gut gelaufen, diese euphorische Reaktion auf seine Aussagen am Mittwoch. Also schickt er sein sogenanntes Mouthpiece vor, praktisch sein Mundstück, sein Botschafter an die Märkte. Das ist Nick Timiraos vom Wall Street Journal. Und siehe da, der kam heute, und das an einem Punkt, wo viele Märkte an neuralgischen Punkten waren. Der Dollarindex auf einer wichtigen Unterstützung. Die Renditen sind auf wichtige Unterstützungsniveaus gefallen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir der S&P 500 an die langfristige oder die seit Anfang 2022 bestehende Abwärtstrendlinie. Zufall, dass dann so etwas passiert? Naja, sicherlich Zufall. Zufall, dass heute Nick Timiraos rauskommt. Zufall, dass so etwas immer passiert an neuralgischen Punkten der Märkte. Schauen wir uns hier diese ganze Geschichte mal an. Die Financial Conditions sind jetzt so lax wie zu dem Zeitpunkt, als die Fed noch nicht viermal hintereinander 75 Basispunkte, also 0,75% die Zinsen angehoben hat. Hier sehen wir die verschiedenen FOMC-Meetings. Wir sind jetzt etwa deutlich laxer unterwegs, was die Financial Conditions betrifft, als eben bei der letzten Fed-Sitzung noch oder bei der Fed-Sitzung im September. Also die Fed hebt die Zinsen an und all das verpufft, weil die Märkte sich sagen, ach, wir wollen doch irgendwie das alte Spiel spielen, das bis Anfang 2022 gut ging, als die Fed eben immer die Märkte gestützt hat. Man hat sich wie so ein Junkie eben an diese Droge gewöhnt. Dann sagt der Dealer, nee, also Droge ist nicht mehr. Aber dann kommt er mal mit so einem kleinen Teaser daher, aus dem man zumindest heraushören kann, dass er bald wieder irgendwie die Droge gibt. Und schon sind alle wieder irgendwie in Erwartung des nächsten Rausches, aber wenn der nicht kommt, dann ist die Landung hart. Und das könnte jetzt eben passieren, dass die Märkte sich da ein bisschen zu sehr eingeschossen haben auf ihren Fed-Pivot, auf ihren Wunsch, dass die Fed eben umsteuert. Und bums, hier ist der Artikel: Fed could pencil in higher rates next year while slowing hikes in December. Das hatte ja Paul auch gesagt. Naja, schon bei der nächsten Sitzung, da könnten die Zinsen langsamer ansteigen. Aber hier vor allem der Verweis auf den Lohndruck, also auf die deutlich gestiegenen Löhne. Und die sind ja einer der Hauptpunkte auch bei der Inflation. Wenn also die Lohnpreisspirale weitergeht, dann wird die Fed Schwierigkeiten haben, die Dinge in den Griff zu kriegen. Also sagt die Fed über ihr Mouthpiece, so zumindest ist anzunehmen, so zumindest sieht es die Wall Street, Jungs, macht mal halblang, so ist das nicht gewollt, so ist das nicht gemeint. Die Fed will und muss die Financial Conditions straffen, weil sonst die Nachfrage wieder deutlich nach oben geht. Hier wäre jetzt diese 0,5er Zinsanhebung etwa das Niveau, das wir zuletzt im Dezember 2007 gesehen haben. Und vermutlich wird die Fed dann die Zinsen noch bis 5,25% anheben. So ist zu vermuten, zumindest nach dem, was nach außen dringt, aus der Fed eben in Gestalt von Nick Timiraos. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed jetzt 50 Basispunkte anhebt, ist fast bei 80%, also sehr, sehr wahrscheinlich. Aber jetzt ein wichtiger Punkt. Die Financial Conditions also sind wieder laxer geworden. Jetzt hat Goldman Sachs eine Analyse gemacht und gesagt, ja,
Wir sehen eigentlich, dass vieles dieses Financial Tightenings, also dieser Straffung der Geldpolitik, schon im dritten Quartal eigentlich angekommen sein müsste. Und in der Wirtschaft ist das vielleicht auch angekommen, aber eben nicht an den Märkten. Und die Märkte sind psychologisch extrem wichtig wiederum für die Wirtschaft. Dementsprechend muss Paul gucken, dass die Wirtschaft nicht zu weit voraus, die Märkte nicht zu weit vorauslaufen, um eben die Wirtschaft wieder zu euphorisieren, dadurch die Nachfrage wieder zu steigern, dadurch dieses Inflationsproblem nicht in den Griff kriegen zu können. Und genau das sieht auch Lance Roberts. Der sagt, dieser Wage Growth ist too high. Ihr solltet nicht überrascht sein, wenn die Fed mal hier so ein bisschen auf die Bullishness, die derzeit sich an den Märkten breit gemacht hat, draufklopft. Und all das eben, wie gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo die Märkte neuralgische Punkte angesteuert haben. Hier links sehen wir die Renditen, der 10-jährige Anleiherendite, hier fallen auf 3,5%, kommen von über 4,3%. Und auf der rechten Seite sehen wir den Dollarindex, der auf die Marke von 104 geprallt ist. Ein ganz entscheidendes, wichtiges Niveau. Heute Morgen hatte ich das bereits thematisiert. Und Dollar ist gleich Märkte, nur umgekehrt. Wir haben eine etwa 95%ige Korrelation, Negativkorrelation zwischen S&P 500 und Dollar, also geht Dollar rauf, S&P runter und geht der Dollar runter, der S&P rauf. Hier sehen wir das mal grafisch dargestellt, ist also weitgehend deckungsgleich und heute ging der Dollar eben rauf nach diesem Artikel von Timmy Raus. Dann kam der ISM Einkaufsmanager Index Dienstleistung, viel besser als erwartet. Im Dienstleistungssektor ist vor allem derzeit die Inflation im Gütersektor, da ist sie schon deutlich geringer. Aber im Dienstleistungsbereich sehen wir, wie eben die Dinge noch heiß laufen. Dementsprechend die Wall Street ein bisschen genervt und der Dollarindex prallte dann eben von diesem zentralen Unterstützungsniveau bei 104 in etwa beim Dollarindex wieder nach oben. Das war wie gesagt ein Ausbruchsniveau, das lange nicht überwunden werden konnte und dann dynamisch überwunden wurde im Jahr 2022 angesichts der hawkischen Fed. Jetzt sind wir also da wieder hingelaufen in diesem Chart von Capital.com. Heute Morgen hatte ich schon gezeigt, Dow Jones Bullish Percentage Index am Anschlag, negative Divergenzen, NYSE Advanced Decline Index, gleiches Ding, McLellan Oscillator. Man könnte so viele Dinge nennen, die hier so am Anschlag sind und sagen, Leute, jetzt wird's unschön, jetzt ist das Risiko zumindest hier weiter in diese Richtung sich zu positionieren, nicht gerade kleiner geworden. Und dann kam plötzlich einer aus der Ecke, der beste Prognostiker derzeit der Wall Street ist, das ist Mike Wilson von Morgan Stanley, der klar gesagt hat, die Fed wird die Märkte unter Druck setzen, hat keiner geglaubt, dann sind die Märkte unter Druck gekommen. Er hat dann jede Bärenmarktrallye oder zumindest die letzte Bärenmarktrallye auch wieder korrekt ausgerufen und sagt jetzt, so, diese Bärenmarktrallye ist aus meiner Sicht vorbei, ich verkaufe jetzt. Und das ist natürlich für die Wall Street auch das Signal, dass die Dickfische, die Jungs von den großen dicken Banken jetzt sagen, war schön Jungs, war eine tolle Rallye, wir haben wunderbare Gewinne gemacht, aber jetzt verabschieden wir uns und dies wahrscheinlich am letzten kapieren, sind dann die Privatinvestoren, die dann eben nach wie vor an diese unglaublich fantastische Jahresend-Rallye glauben. Hier sagt er, wir haben unsere Ziele abgearbeitet, haben sie also erreicht im S&P 500. Jetzt empfehlen wir Profite einzustreichen, bevor the bear returns, also bevor der Bärenmarkt wieder zurückkommt. Und Michael Wilson hatte klar gesagt, es handelt sich hier um eine Bärenmarktrallye, nicht um einen Gamechanger, einen Trendwechsel. Das ist aber das, was eigentlich die meisten irgendwie glauben. Ja, wir haben das tief gesehen bei den Märkten, Trendwechsel. Jetzt ist natürlich alles wieder schick, so wie etwa Fundstrat. Hier Tom Lee ist der bekannteste Vertreter, hier asiatisch aussehend mit so einer Brille, so ein Freak, einfach so ein ganz gemütlicher Typ, eigentlich so ganz soft daherkommend, der aber immer extrem bullisch ist. Jetzt ruft er aus, also wir könnten bis Jahresende, und das ist ja nicht mehr allzu lange hin, bis 4.400 bis 4.500 Punkte steigen, das wäre nochmal ganz entspannt, locker mal 10% noch oben drauf. Dabei haben wir ja schon eine nicht unerhebliche Rallye gesehen, dabei sind die Indikatoren schon bis zum Reißen gespannt, könnte man sagen, auf der Oberseite. Und jetzt soll noch mal in etwa 3 Wochen
nochmal 10% daherkommen. Das reflektiert sich dann im Fear and Greed Index bei 75, also schon ziemlich greedy, könnte man sagen, ziemlich gierig. Und wenn wir uns jetzt mal die übergeordnete Lage an den Märkten anschauen, sind denn die meisten aus den Aktienmärkten raus? Gab es da ein Panik-Washout? Nein, nichts davon ist der Fall. Wir sehen, dass die Equity Positioning nach wie vor relativ hoch ist. Ja, es ist ein bisschen runtergegangen, aber wir sind weit, weit entfernt, etwa vom Corona-Tief, was die Positionierung betrifft. Wir sind weit, weit entfernt gewesen von der Finanzkrise, vom Dotcom-Crash. Und dennoch zeigen die Rendite, die invertierten Zinskurven, dass wir möglicherweise da ziemliches Ungemach in Sachen Wirtschaft, in Sachen Konjunktur vor uns haben. Und das hat wohl Tesla auch heute spüren müssen, die Aktie unter Druck, obwohl Tesla einen Bericht negiert, leugnet, der sagt, ja, Tesla muss seine Produktion in der Gigafactory Shanghai nach unten fahren, schlichtweg, weil die Nachfrage in China nicht mehr so groß ist, eben durch den wirtschaftlichen Abschwung, durch diese ganzen Lockdowns, auch wenn die jetzt teilweise gelockert werden, aber auch nur teilweise. Und da stellt sich eben dann die Frage, ob Elon Musk mit seinen Fantastereien, dass er 10 bis 12 Gigafactories brauchen wird, um 20 Millionen Autos zu bauen, ob irgendwer diese 20 Millionen Autos jemals nachfragen würde. Die Antwort ist nein, aber die Aktie ist eben bepreist, als würde das passieren. Dementsprechend ist das aus meiner Sicht einer der überbewertetsten Aktien neben Apple, die eben auch noch Themen hat mit China. Da will man ja seine Produktion diversifizieren. Und wir haben viele, viele hübsche Zeitbomben sozusagen auch in den Märkten. So hatte die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wenn man so will, die Notenbank der Notenbanken heute gesagt, ja, ungefähr 80 Billionen Dollar sind außerbilanziell in irgendwelchen Dingen geparkt, etwa in Swaps, also in Devisen-Swaps etc. Das scheint nirgendwo auf, ist aber ein systemisches Risiko, sagt die Bank of International Settlement. Und dadurch sei es schwer zu erkennen, wann Dinge wirklich kippen, wann wirklich eine Krise sozusagen Feuer fängt. Das kann dann dazu führen, dass man das viel zu spät bemerkt. Was sich dahinter verbirgt, da haben wir einen Artikel drüber gemacht, den ich Ihnen empfehle. Dann sehen wir, dass die Finanzkrise Reloaded so eine Art Wiederaufleben jetzt erlebt. Die Deutsche Bank hat nämlich die Idee, jetzt wieder in den verbrieften Hypothekenmarkt einzusteigen. Also das, was in der Finanzkrise passiert ist, dass Hypothekenkredite verbrieft wurden, zusammengemischt wurden, dann an Investoren verkauft wurden. Hast du 20 Zahnärzte, hast du 80 Putzfrauen etc. etc., die sich eigentlich kein Haus leisten können, aber du hast dann die 20 Zahnärzte, dadurch haben dann die Ratingagenturen gesagt, AAA-Rating, beste Bonität, alles super schick. Und jetzt hat die Deutsche Bank, die damals schon entscheidend früh erkannt hat über einen Trader, Greg Lipman, dass da was richtig schief gehen könnte, da hat man sich in diese Credit Default Swaps praktisch investiert, deswegen hat die Deutsche Bank die Finanzkrise relativ gut überlebt und jetzt will man wieder rein in offenkundig diesen Markt, weil man ahnt möglicherweise, dass gerade der Immobilienmarkt in den USA, der ja eine noch fast größere Blase ist, zumindest was die Preisbewertungen betrifft, als in der Finanzkrise, als damals beim Immobiliencrash, dass da vielleicht Geschäft zu machen ist mit einem weiter stark kollabierenden US-Immobilienmarkt. Kommen wir hier nochmal nach Russland, nach Europa. Wir sehen ja jetzt heute Mitwirkung heute diese Preisobergrenze für russisches Öl. Da kümmern sich aber die Asiaten überhaupt nicht drum. Die zahlen nach wie vor 79 Dollar für russisches Espo Oil. Und hier Schätzungen der OPEC gehen davon aus, dass jetzt immer weniger Öl auch auf den Weltmarkt kommen dürfte. Das wäre dann preistreibend für Öl. Auf der anderen Seite verkauft Russland jetzt zu einem Discountpreis an Pakistan. Pakistan wiederum ist durch unsere Energiepolitik schwer getroffen, weil die auf dem Weltmarkt kein Gas mehr so richtig kriegen, weil wir ihnen das, nämlich die Deutschen, das wegkaufen, weil wir ja unsere Atomkraftwerke abschalten und ansonsten die geilsten sind. Und dann sehen wir, dass möglicherweise von diesem Öl Cap vor allem Ostdeutschland betroffen sein könnte. Das ist zumindest das, was prognostiziert ist. Und vielleicht ein interessanter Gedanke zu Russland nochmal. Die Ukraine ist eines der rohstoffreichsten Länder der Welt und vor allem hat die Ukraine diese kritischen Rohstoffe, die man für die grüne Energiewende braucht. Als da wären Lithium, Kobalt, Titan, Beryllium und eine Reihe von seltenen Erden und möglicherweise ist diese Heftigkeit, mit der auch der Westen sich da engagiert, auch
aufgrund dieser Rohstoffsituation, die für Russland natürlich extrem interessant wäre, aber natürlich auch für den Westen interessant wäre, ist sicherlich nicht der einzige Aspekt, aber vielleicht ein wichtiger Aspekt, der da doch eine Rolle spielte. Das ist die Aussage eines Experten. Da dürfte kombiniert 6,7 Billionen an Euro an diesen seltenen oder an diesen Rohstoffen sein, die der Westen dringend braucht, um seine Elektromobilität voranzubringen. Und diese Dinge, wie vor allem Kobalt, Lithium, die sind vorwiegend in China und da könnte es ja Probleme geben. Also das ist ein interessanter Aspekt, wenn wir hier nochmal nach Deutschland kommen. Kreditreform sagt, die Zahlungsmoral bei Unternehmen zunehmend negativ. Man merkt aber nach wie vor nichts bei den Leuten, die konsumieren. Auf Teufel komm raus, vielleicht ändert sich das erst, wenn sie dann ihre Rechnungen haben für nächstes Jahr, ihre Energierechnungen im Bausektor, 34% weniger Kreditvergabe als noch vor einem Jahr. Das gab es noch nie, das ist absoluter Negativrekord und hier sehen wir die Mannschaft, nämlich die deutsche Nationalmannschaft, jetzt ein bisschen abgestürzt, war vorher immer so relativ gut am Start und dann booms, Vorrunde raus, zweimal hintereinander. Ein Spiegel der Gesellschaft, wobei ich finde, dass sie dafür noch relativ gut gespielt haben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich hatte jetzt am Wochenende wieder Diskussionen mit Leuten, die sagen, morgen geht die Welt unter wegen Klima und es macht doch keinen Sinn mehr, Kinder in diese Welt zu setzen. Manche mängeln sich halt freiwillig aus. Die Natur ist da durchaus hilfreich. Zwei Empfehlungen noch, meine Damen und Herren. Großbritannien, Millionen Briten ohne Strom und mit kalter Wohnung. Die Briten haben so eine Art Prepaid-System teilweise. Also die Leute haben wie so eine Prepaid-Karte beim Handy, die machen praktisch Vorkasse und wenn der Verbrauch oder wenn das Guthaben verbraucht ist, dann wird der Strom abgestellt, die Heizung abgestellt. Das sind viele Millionen Briten, die sich möglicherweise diese Preise nicht leisten können. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung eben diese 65 Billionen Dollar, die in Währungsderivaten da rumwabern. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in diesem Artikel. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.